Ja, sehr gegrüßt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder das War of Mine. Jetzt haben wir Tag 27 erreicht, habe ich gerade gesehen. Und ja, zwei Leute waren unterwegs, wie aus der letzten Folge. Und ja, der Boris, hatte der nicht noch mehr Essen mitgebracht? Als nur drei? Waren das nicht mehr? Waren das nicht sechs oder irgendwie so? Nee, oder fünf waren das, ne? Weiß ich jetzt ja nicht. Also, ihr könnt ja mal zur letzten Folge nochmal zurückgehen und da nochmal gucken, wie viel der Boris eigentlich normalerweise mitgebracht hat. Hätten wir ganz normal weitergespielt und nicht das Spiel beendet und neu aufgenommen. Also, oder neu angefangen. Weil er setzt es ja immer zurück. Das System, das setzt das Spiel ja immer zurück und das ist irgendwie blöd. Und dann kommt ein ganz anderer Loot raus. Obwohl, das, was wir mit Katja gesammelt haben, bleibt so, wie es ist. Aber das, was Boris mitbringt, ist ja zufällig. Weil er ist ja auf einer Mission gewesen. Ich mach mal kurz weiter. Er ist ja auf einer Mission gewesen und hat, so, Bruno einmal komplett essen. Ja. Und hat, geholfen, eine Kiste oder irgendwas zu looten. Also zu transportieren oder irgendwie sowas. Weil die halt zu schwer ist, soweit ich weiß. Irgendwie so war das. Also, da gab es einen Abwurf aus dem Flugzeug und eine Kiste ist irgendwo im Niemandsland gelandet und die wurde dann halt, ja, gelootet von den beiden. Und der brauchte halt Hilfe, deswegen ist Boris mit. So, wir brauchen viermal, ne? Holz haben wir, na klar. Dann stellen wir viermal Holz her und dann können wir viermal Essen machen. So, Heißkörper läuft noch, aber seltsamerweise haben wir nur 9 Grad. Irgendwie ist es ganz schön wenig. Boah, das merke ich bis hier. Na, gleich mal einen Heizkörper anmachen. Ja. Oder noch einen zweiten bauen, vielleicht bringt das mehr. Oder den aufwerten, dann kriegt er wahrscheinlich besser hin, die ganze Hütte zu heizen. Ich weiß es nicht. Erstmal machen wir zu essen. Dann darf jeder sich mal was reinpfeifen. Und ja, dann geht's allen wieder gut, würde ich sagen. So, Medikamente haben wir nicht. Wir können uns aber welche herstellen, höchstwahrscheinlich. Katja geht mal zum Medikamentenherstellungsapparat. So, da ist leider nichts drin. Schade. Können wir nicht aus denen hier irgendwas herstellen nachher? Was braucht der denn überhaupt? Nee, normale Blätter, irgendwelche anderen Kräuter und ja, also den brauchen wir wirklich nur für Tabak. Den können wir umwandeln. Nee, der wird gebaut aus das da. Kräuter. Okay. Gut, also rauchen wir im Prinzip Kräuter. Ja, dann kommen wir also hier nicht weiter. Ja, der Boris, der wollte gerade was zu essen machen, habe ich gehört. Vielleicht kriegen wir das hin. 13 Wasser ist, glaube ich, genug, oder? So, 4 Nahrung. Einmal herstellen, bitte. So, dann können wir nämlich uns schön was zu essen machen. Gut. Den Ofen aufwerten, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Guck mal, er liegt im Bett, glaube ich. Genau. Ach, er hat eine Verletzung. Haben wir eine Bandagen oder so? Haben wir gar nicht, ne? Ich glaube, wir haben gar nichts. Nee, wir haben leider nichts. Sollten wir uns mal ganz viel aneignen, weil irgendwie passiert immer irgendwas. Ich weiß auch gar nicht, wo er sich dazugezogen hat. Bestimmt nur ein Kratzer. Soll er mal sich nicht so haben. So, Bruno, du darfst die erste Mahlzeit zu dir nehmen und alle anderen folgen. Sie wird erstmal hingehen zum Ofen, gucken, was wir da überhaupt alles noch brauchen. Ich glaube, da gucke ich jedes Mal rein und wüsste jetzt nicht mehr. Gut, ein paar Teile noch und ein Heizdingsbums. Ja, was, sag mal, die Werkstatt kann ja alles, haben wir gesagt. Aber die Metallwerkstatt noch nicht, da gucken wir jetzt auch mal. War nicht irgendwas kaputt gewesen? Ich glaube, hier die Brechstange, die war fast hin, oder? Oder nee, wir brauchten Dietriche. Ich muss ja erstmal gucken, was wir überhaupt haben an Werkzeuge. Nee, die da haben wir sowieso schon noch.
Wir brauchen aber noch Brechstange. Oder auch genannten Kuhfuß. Wofür brauchten wir die hier unbedingt? Ach so, für dieses Heiztemperatur-Dingsbums. Das bauen wir sogar hier. Glaube ich. War das ganz unten? Nee, das war die Werkbank. Die konnte jetzt alles. Da können wir das herstellen. Und zwar ganz, ganz unten. Und zwar, wie viel brauchen wir? Wir brauchen Vierer, haben nur zwei. Schade, da müssen wir nochmal los. Würde ich sagen. So, Katja, geh erstmal essen. Der Bruno war nämlich ganz fleißig und hat gekocht. So, dann darf er auch gleich aufstehen und erstmal was essen. Dann geht es ihm noch viel besser, weil er ist ja krank. So, Katja ist aber auch krank. Eigentlich müsste sie auch ins Bett oder wenigstens Medikamente zu sich nehmen. Weil einfach so heilt es ja auch nicht. Ja, komm mal runter, dann kannst du schön was essen. Und du, komm auch aus deinem Bettchen. So. Er war noch damit beschäftigt, am Kissen zu lauschen. Okay. So, wenn dann alle satt sind, können wir ja sowieso nichts weitermachen. Hier die Rattenfallen, die sind ja sowieso noch nicht fertig. Also müssen wir denn. Ja, können wir den Tag überspringen? Und dann schauen wir mal, wer was macht. Warum ist Katja jetzt? Habe ich sie im Bett geschickt? Ach ja, stimmt, sie liegt oben. Siehst du, schon wieder vergessen, gerade eben gemacht. Ihn würde ich auch gerne im Bett schicken, weil da ist immer dieses Plus und das beruhigt mich so ein bisschen, dass die nämlich ja, geheilt werden. Dadurch. Oder wenigstens irgendwie die Gesundheit regenerieren. So in die Richtung. So weit, so gut. Wir haben, glaube ich, alles erledigt. Hauptsache, die haben erstmal gegessen. Guck mal, die sind auch alle satt. Das finde ich wunderschön. Wunderbar. Zu meiner vollen Zufriedenheit. Der Ofen läuft, aber es wird immer kälter. Ich verstehe das nicht. Woran kann es liegen? Wir müssen ihn wirklich aufwerten, glaube ich. Das ist das Einzige, was möglich ist. Sonst kommen wir hier auf keine höheren Temperaturen. Ich finde, normal wären so 20 Grad, ne? Dafür, dass es so eine Bruchhütte ist hier, Bruchbude ist, sind 20 Grad, denke ich mal, total Luxus schon wieder. Und die hilft auch gegen Gesundheit. Also, nee, nicht gegen, sondern für Gesundheit. Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen. So, wer geht? Pavel geht looten. Plündern. Er hat noch ein I für Informationen. Mal sehen, was er hat. Hier, guck mal, er hat was geschrieben über die Tage. Tag 27. Ohne Medikamente werden meine Freunde sterben. Das kann ich nicht zulassen. Also muss er jetzt plündern gehen, heißt das. Wollte er damit sagen. Und Medikamente besorgen. So. Tag 27. Meine Geschichte. Man kann Kinder nicht einfach drin einsperren. Ohne dass es etwas zu tun gibt. Also hat mein Junge eine Fußballmannschaft gegründet. Es war sehr herzerreißend, ihn beim Trainieren im dunklen Kellergeschoss zuzusehen. Sie kam auf die Idee, die Porogen-Turnier zu organisieren. Was? Ach so, ein Porogen. Nee, wie heißt er? Pogoren. So heißt die Stadt. Pogoren-Turnier zu organisieren. Obwohl ich große Angst hatte, haben wir alle drei. Nee, haben wir drei andere Mannschaften eingeladen. Doch, wir mussten ein ernsthaftes Problem lösen. Welches ist es? Da bloß, das steht hier. Nee, da steht seine Vorgeschichte. Alles klar. Dann erfahren wir nichts weiter. So. Ja, die anderen haben auch nie. Wollt ihr das wissen oder nicht? Ausgerechnet heute, wo ich so schlecht lesen kann. Erstmal nicht. So, wir überspringen den Tag. Für Tag ist er sowieso nicht mehr da. Also macht das jetzt auch keinen Unterschied. Gut, seine Freunde sind verletzt, nee, sind krank, also muss er was tun, dann kann er mich gleich losziehen und plündern gehen. Er ist ja nur leicht verletzt. Und ja, er muss schlafen, er ist sehr müde, krank, traurig, krank, traurig. Wollen wir beide Wache schieben lassen? Ja, wa? Ich glaube, das machen wir. So. Haben wir. Oder jemanden, einer von beiden kann schlafen. Ich denke mal, die Frau wird es sein.
Und er schiebt Wache, er hat eine Waffe da, also ist alles gut. Eine Menge Waffen gibt's hier. Und zwar bombardiertes Haus. Wir gehen nochmal durch, vielleicht haben wir irgendwelche neuen. Aber sieht nämlich nicht so aus. So, in der Kirche waren wir letztes Mal, ne? Mit der Schaufel hin. Mussten wir da nochmal hin oder nicht? Hatten wir alles? Ja, stimmt, da ist einer mit der Waffe rumgerannt. Aber da gibt's immer noch jede Menge Lebensmittel, was wir eigentlich vorhatten zu suchen, aber wir haben irgendwie nichts gefunden, komischerweise. So, vorbereiten, plündern. Plündern, vorbereiten. Wir nehmen uns eine Säge mit. Oder zwei. Die Brechstange, die halb kaputt ist, die nehmen wir uns auch mit, weil da ist ja doch irgendwie was los. Und die Schaufel nehmen wir uns auch mit. Jetzt ist unser Inventar fast voll. Ich hoffe, wir kriegen uns verteidigt mit der Brechstange. Aber der Gegner hat ja eine Pistole. Also wäre es besser, ein Messer mitzunehmen. Wir können mal so einen Schleichangriff machen, würde ich sagen. Also möglich ist das wissen wir ja. Naja, gut. Plündern. Wir bleiben bei dem, was wir haben. Und wenn nicht, laufen wir weg. Pavel ist schnell. Wir haben doch jetzt Pavel ausgewählt, oder? Oh Mann. Ja, da ist er, der Pavel. Der ist zwar verletzt, aber ich denke mal, das dürfte alles kein Problem sein. So. Das heißt, alles kein Problem. Im Prinzip ist das alles ein Problem. Der ganze Krieg ist hier ein Problem. Guck mal, jetzt will er mit uns schnacken hier, der Pfarrer. Nee, der geht runter. Wir werden erstmal laufen, sonst kommen wir hier ewig nicht aus dem Arsch. Na los, du bist doch so schnell. Zack, runtergerutscht die Leiter und rüber ins andere Gebäude. Guck mal, hier ist auch noch was, das wollen wir mitnehmen. Irgendwas haben wir da gelassen, was irgendwie aktuell nicht wichtig war. Jetzt ist es wichtig, also nehmen wir es mit. So. Weiter geht's. Einmal hoch. Am besten nicht laufen, oder? Wenn da wirklich einer ist, aber jetzt dürfte auch keiner mehr sein. Der ist bestimmt wieder weg. Wir werden mal durchs Schlüsselloch gucken. Einmal durchluschern. Da ist... Hier ging eine Tür. Ich weiß nicht wo. Unten? Oben? Ich sehe nichts. Unten ist einer. Mal sehen. Ich hoffe, der ist friedlich. Oh Mann, ey. Die Musik ist schon wieder richtig heftig. Nur Abfall. Wollen wir einfach runtergehen? Aber sonst hätte er schon... Nee, der ist nur am Looten hier, so wie es aussieht. Wir gehen mal runter und gucken mal... Also bin ich jetzt echt... Ach, jetzt kommt er hoch. Hier ist nur Abfall. Mal gucken, ob er wirklich nur Abfall ist. Er hat nämlich gesagt, nur Abfall. Nee, ist doch alles super. Mitnehmen. So, einmal zurück. Da ist nur eine Tür. Dann gehen wir hier die Leiter hoch. Wir gehen ihm mal hinterher. So. Einmal hoch, bitte. Dann ist er nach rechts in den Raum. Jetzt geht er die Treppe hoch. So, wir gehen einfach mal hinterher. Aber guck mal, er hat doch eine Pistole in der Hand. Mal sehen. Wir gehen mal hoch. Wenn nicht, dann müssen wir auf Waffe wechseln. Das auch nicht. Hallo? Nur Abfall. Es scheint wohl nichts böse zu sein. Oh, hallo. Nur keine Angst. Ich sehe mich nur um. Na, siehst du. Da haben wir unsere Antwort. Hier, klettern wir einmal hoch. Und hopp. Da oben befindet sich wahrscheinlich schöne Säule. Schöne, tolle Sachen. Hier müssen wir uns durchsägen. Kriegen wir natürlich hin. Wir haben alles mitgenommen, was wir brauchen. So, er sägt die Gitterschäfe durch. So, da sind wir auch schon drinne. Und dann können wir durchgehen. Ich glaube, mit der Treppe werden wir auch hochgekommen. Nicht weiter schlimm. Hier gucken wir mal rein. Da ist aber viel zu looten hier, glaube ich. Ah, Medikamente. Genial. Was ist das? Inhaltsstoffen von Medikamenten. Gut, dann können wir unsere eigenen herstellen. Aber das ging doch nur mit Blätter bei uns, oder? Oder wir müssen das aufwerten, aber ich glaube, das ging gar nicht aufzuwerten. Hier haben wir nochmal so ein Teil und so mal, wie heißt das Ding? Elektrische Teile, genau. Und dann ist das Inventar auch schon voll, so wie es aussieht. Wir können aber nur gucken, was in dem Schrank ist und dann vielleicht können wir irgendwas decken. Nee, hier ist eine kaputte Waffe. Nehmen wir die mit und lassen irgendwas anderes hier, ich weiß es nicht genau.
Wir lassen einmal Holz hier. So, und dann nehmen wir die Waffe mit. Die ist nämlich wertvoll, die können wir nämlich zur Not auch verkaufen. Was ist hier noch drin? Gar nichts, glaube ich. Doch, hier ist auch noch was. Guck mal an. Guck mal an, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Eine Dachschräge. Da haben wir reiner Alkohol, den brauchen wir. Und zwar unbedingt. Also jetzt nicht zum Trinken, dafür haben wir Schnaps, aber was können wir denn hier lassen? Oh Mann, jetzt bin ich überfragt. Ja, müssen wir leider das Holz hier lassen, weil reiner Alkohol ist so selten irgendwie. Und Nahrungsmittel haben wir immer noch nicht gefunden. Wir werden nochmal wiederkommen und weiter durchgucken. Ich glaube sogar, dass wir denn... So. Ich glaube sogar, dass wir einbrechen müssen sogar. Beim Pfarrer direkt persönlich, da wo er wohnt und sein Kollege. Naja, ich hoffe, das wird nicht allzu tödlich für uns laufen. Weil genau darauf kann es hinauslaufen, wenn wir irgendwo einbrechen und plündern. Wenn wir hier sehen werden, dann ist... Oh, es wird langsam kalt. Jetzt müssen wir den Ofen unbedingt upgraden, sonst haben wir echt Probleme. Es ist nämlich schon Winter draußen. Jemand ist in der Nacht gekommen, um unsere Sachen gewaltsam mitzunehmen. Mitgenommen hat keiner was. Wir haben aber 6 Munition verballert. Bruno geht's besser. Gut. Boris ist blass und hustet die ganze Zeit. Ist schwer krank aus. Ja, er war sowieso schon krank, ne? Und, oh, ein Schneemann. Da gehe ich erstmal hin. Ne, guck mal, hier müssen wir Schnee fegen sogar. Pavel kann mal Schnee fegen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Schnee. Oh, wir können Wasser schmelzen. Das ist auch gut. Was soll damit geschehen? Herstellen? Wenn es so kalt ist, wird man leichter krank. Ja, klar, wird man. Haben wir jetzt den Schnee hergestellt? Was kann man hier? Schneemann bauen? Ehrlich jetzt? Das nimmt die Depression, wa? Er friert bis auf die Knochen. Wir haben auch nur noch 2 Grad, verdammte Scheiße. Aber wir haben doch eigentlich Holz drinne, das verstehe ich nicht. Wir müssen unbedingt upgraden, unseren Ofen. Habe ich aber schon mal gesagt. Er sammelt da jetzt in Ruhe Schnee oder was ist das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall brauche ich eher Medikamente. Medikamente haben wir. Wer ist denn überhaupt alles krank jetzt? Ich glaube jeder jetzt, ne? Mittlerweile. Ja, guck mal, der Bruno, der wird auch langsam krank. Und der Boris ist krank und ja, Boris braucht unbedingt jetzt erstmal. Wir haben leider nicht viel, ne? Geh mal hin und hol mal. Und ja. Nee, du mach mal erstmal deine Medikamente. So, was macht der Pavel? Der. Ich weiß nicht, was der macht. Keine Ahnung, was das ist. Und die Katja liegt im Bett, weil sie krank ist und der Bruno, der steht daneben und ja, macht nichts. Verdammte Scheiße, wir müssen da was tun, Mensch. Tag 28 und es ist kalt, ohne Ende. So, hoffentlich kommt der Händler, obwohl es kalt ist, dann können wir ihn wenigstens hier einmal mit Material abkaufen. Und zwar brauchen wir einmal Teile. Aber wirklich nur einmal Teile. Und den brauchen wir auch noch. Und den stellen wir her aus, wie viel? Da müssen wir hier nochmal reingucken, wie viel wir dafür brauchen. Ich weiß, ich habe schon mal nachgesehen, aber ich glaube 4 waren das und 2 haben wir nur, ich weiß es nicht. Einmal haben wir jetzt gefunden. Einmal bis nach unten und wir brauchen 4. Genau, 3 haben wir. Wunderschön. Machen Sie auf, ich habe etwas zum Tauschen mitgebracht. Okay. Katja. Die liegt im Bett. Stimmt, die ist krank. Aber trotzdem müssen wir einmal Teile und einmal Elektroteile. Haben wir gesagt, ne? Dann geht es uns wieder besser. Außer jetzt kriegen sie alle wieder Hunger. Das ist scheiße. Das ist irgendwie Mist. Wie kann er es wagen, jeden Tag zu essen? So, einmal davon. Und Elektroteile hat er leider nicht. Verdammte Scheiße, warum nicht? Komm schon. Wollen wir mal zu essen kaufen? Weil mal irgendjemand brauchte Verbandsmaterial, ne? Zigaretten. Hier, 4 Fleisch. Wir haben doch noch unsere, Dingsbums. Cool, so Schnee. Aber Schnee, glaube ich, können wir nicht anbieten, ne?
Wir geben beide und dann nehmen wir uns noch was zu essen mit. Also damit ist er einverstanden, ist logischer. So, Handel ist nicht mehr, also werden wir ihm noch ein bisschen was geben. Wir haben gesagt, die kaputte Waffe, ne? Wir haben ja jetzt eine Waffe, also können wir ihm den Schrott hier geben. Dann ist er zufrieden damit. Wir können ja mal schauen, ob wir noch was mitnehmen können. Nee, das ist zu viel des Guten, hat er gesagt. Hier, das geht auch nicht. Ich glaube, mehr geht auch gar nicht. Noch einmal essen geht auch nicht, ne? Nee. Gut, dann bleiben wir bei 3 und handeln. Und dann ist schick. Alles klar. Dann kann der Boris nämlich später wieder 4 so eine Dinger fertig machen. Wie heißt das? Essen? Ja gut, Katja geht wieder im Bett. Schön, dass du gehandelt hast. Der Boris, der liegt auch wieder im Bett. Und der Bruno, der steht da. Haben wir jetzt dieses mit? Nee. 4 von 3. Davon hat er jetzt auch nichts gehabt, ne? Wir können ja gleich nochmal gucken. Noch ist er ja da. Ja, du, das haben wir jetzt. Gut, also brauchen wir nur noch einen davon. Ich hoffe, wir kriegen das bei ihm. Ich guck mal, ob er das hat. Und wenn er das hat, dann versuchen wir ihn das abzukaufen. Aber Essen war halt auch wichtig, ne? Würde ich sagen. Hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Schade, hat er überhaupt nicht, gar nicht. So, nicht interessiert, denn meinetwegen kannst du auch wieder gehen. Baut er jetzt wirklich einen Schneemann? Ich weiß es nicht. Kann er ihnen helfen? Was macht er jetzt? Nichts, ne? Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, was das soll, aber wir machen es einfach. So, ein Holz ist noch drin und wir haben nur noch ein Grad. Wir müssen den Holz herstellen. 2 liegen im Bett und 2 arbeiten draußen, wenn man das Arbeiten nennen darf. So, der Pavel ist noch ausgewählt, also kann er gleich mehr Holz herstellen. Jede Menge. Am besten das, was am besten brennt. Oder am längsten oder ganz viel warm macht. Oder noch einen zweiten Ofen. Macht das Sinn oder nicht? Wir können es ausprobieren, wir können aber auch warten, bis wir endlich den Upgrade durchführen können. Das wäre nämlich besser. So, hier, Bücher nicht, nee. Holz wäre am besten, aber haben wir auch irgendwann wenig. Mal hier 5 herstellen und von dem anderen würde ich dann auch 5 herstellen. Dann haben wir nämlich 10 Dinger, die würden wir alle da reinknallen, obwohl wir 4 davon brauchen zum Essen machen. Ja. Naja, gut. Ich habe Hunger, sagt er. Ja, na klar, aber die waren doch gestern noch satt. Irgendwie total blöder Satz, oder? Ja, die waren doch gestern noch satt. Wie kann es sein, dass sie heute wieder was zu essen haben wollen? Guck mal, da hinten qualmt es. Ist bestimmt der Krieg, aber kann auch sein, dass sie heizen. Also ein Schneemann braucht ganz schön lange, oder? Hm. Naja. Gut, gut. Schade, dass sie jetzt alle krank werden. Schade, schade. Davon können sie mir nämlich auch wegsterben und das will ich nicht. Das wäre fatal, aber wirklich fatal. Naja, aber wir freuen uns, es hat geschneit. Juhu! Auch wenn es ein bisschen kalt ist. Ja, ja. Lieber drinnen vor der Konsole hängen. Das wäre nämlich perfekt. Aber sowas haben sie hier auch nicht. Ich glaube, die haben hier nicht mal Strom, oder? Oder? Haben wir hier irgendwas, was elektrisch braucht? Elektrisch. Das ist Radio eigentlich, ne? Oder läuft es so mit Batterie bestimmt? Ja, mal gut, dass wir keine Batterie suchen müssen, ne, für Radio. Aber Radio geht ja sowieso nicht. Also wirklich nur, wenn wir das anschalten. Hat er jetzt den Schneemann gebaut oder was hat er erreicht?
Keine Ahnung. Na, gehen wir erstmal rein. Hier ist schön warm. Gut. Die Nacht. Okay, wollen wir die Nacht noch machen oder nicht? Dann haben wir aber nur ein paar Minuten für. Können wir eigentlich machen, wa? Oh, schwer krank auf Medikamente. Sie ist nur krank, er ist leicht krank. Müde gar nicht. Aber krank. Krank bedeutet im Bett bleiben. Oder wir hätten den Ofen direkt neben dem Bett bauen sollen. Hätten nämlich die, die schlafen, auch Hitze gehabt. So. Ja, soll er nochmal los, aber er ist müde. Leicht krank, hungrig krank. Ich würde sagen, wir beenden hier die Folge und machen in der nächsten Folge weiter. Und dann gehen wir nämlich plündern. Oder was? Das wäre jetzt mein Plan und ja, dem werde ich zustimmen. Genauso werden wir das machen. So werden wir das machen. Dann kann er nochmal los. Ist er zwar müde und hungrig, aber Essen gibt es nachher. Nächsten Folge. Gut, na denn. Haben wir den ersten Schnee auch erlebt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.